Herr Tepperwein, herzlich willkommen zum zweiten Mal in Die Kunst, dein Ding zu machen. Schön, dass Sie sich nochmal die Zeit nehmen und dabei sind. Sie haben in unserem ersten Gespräch ziemlich am Ende gesagt, alle, die bereit sind aufzuwachen, denen möchte ich den Weg zeigen. Okay, wir sind bereit. Ich glaube, alle, die zuhören, zeigen Sie uns doch bitte mal den Weg, der jetzt ansteht im Leben. Also, stellen Sie sich vor, die meisten Menschen am Anfang zum Beispiel schlafen und träumen nur den Traum vom Leben. Aber sie träumen natürlich nicht zu schlafen, sondern sie träumen wach zu sein. Sie erleben sich in einer Traumwelt und sie halten das für ihre Realität. Wir machen diese Erfahrung jede Nacht, indem wir unsere Realität verlassen, legen uns ins Bett, schlafen ein und irgendwann sind wir in der Traumwelt. Und das ist dann unsere Realität, in der bewegen wir uns. Aber das ist die Realität, aber nicht die Wirklichkeit. In Wirklichkeit liegen wir ja im Bett und sind der Träumer. Aber wir wissen es nicht, wir haben das vergessen. Also jetzt zu Ihrer Frage, was würden Sie also jemandem raten, was würden Sie jemandem raten, der schläft? Sie würden ihm wahrscheinlich sagen, ja, ganz gleich, was Sie sich erträumen jetzt, Sie können sich reich träumen, berühmt oder gesund oder erfolgreich oder anerkannt oder wie auch immer, wenn Sie aufwachen, ist nichts mehr davon da. Es ist nur ein Traum, eine Seifenblase. Wenn die geplatzt ist, haben Sie gar nichts. Also der erste Schritt, das ist meine Antwort auf Ihre Frage, der erste Schritt ist, prüfen Sie einmal, ob Sie überhaupt wach sind. Und dann werden Sie feststellen, sind Sie nicht. Denn wenn Sie hier zuhören, dann haben Sie Fragen. Und solange Sie noch eine Frage haben, sind Sie im Verstand. Nur der hat Fragen. Erwachtes Bewusstsein hat keine Fragen, das nimmt ja wahr, die Antwort. Also allein die Tatsache, dass Sie etwas wissen wollen, nur deswegen sind Sie ja hier, zeigt, dass Sie im Verstand sind. Wissen ist immer im Verstand. Verstand ist ein Teil der Illusion des Ich und damit sind Sie im Ich und damit schlafen Sie. Das heißt also, der erste Schritt ist aufzuwachen und sich einmal bewusst machen, das macht man ja immer in einer neuen Situation, also wer bin ich eigentlich, wo bin ich hier, warum bin ich hier, was soll das Ganze? Ja, also der erste Schritt ist, wer bin ich? Und dann erkenne ich, ich bin nicht das, was ich im Spiegel sehe. Die meisten, fast alle, identifizieren sich mit dem Menschsein. Wenn man jemanden fragt, wer bist du, sagt er, wie, wer bist du? Ich bin ein Mensch, genau wie du und alle anderen. Ja? Und das ist schon mal falsch. Das bin ich nicht, denn wer bin ich wirklich? Ich bin in Wirklichkeit der, der sich irgendwann entschieden hat, die Schule des Lebens zu besuchen. Da gab es meinen Körper nicht, da gab es meinen Verstand nicht, da gab es meine Persönlichkeit nicht, vielleicht gab es meine Eltern noch nicht einmal. Da habe ich mich entschieden, die Schule zu besuchen. Das heißt, mich gab es schon. Ich lebe vorher, lange vorher, und dann komme ich hierher in die Schule mit einer bestimmten Lebensabsicht und bekomme eine Schuluniform, nenne ich das mal, weil ich bin ja Bewusstsein, ich bin reine Energie, also wir alle sind das. Ich habe keine Hände, ich könnte hier ja gar nicht handeln. Das ist wie ein Taucher, der braucht einen Taucheranzug und eine Sauerstoffflasche, damit er unter Wasser atmen kann, sonst könnte er da gar nicht. Und genauso brauche ich hier auch eine Schuluniform. Eben, das heißt also, ich bekomme hier einen Körper, aber da gab es mich natürlich schon. Ich bekomme also einen Körper, ich nenne es mal mein Erdenkleid. Das trage ich hier während dieser Zeit. Damit kann ich handeln, das ist mein Erfahrungsinstrument. Aber ich bin der Besitzer, der Benutzer. Ich bin der Erfahrende. Das ist mein Instrument und ich bin der Erfahrende. Das ist ganz wichtig, dass ich damit erkenne ich nämlich, wer ich bin. Eigentlich müsste schon die Weisheit der Sprache mich aufmerksam machen, denn wir sagen ja, das, was ich im Spiegel sehe, ist mein Körper.
ich habe einen Körper, ich habe einen Verstand, ich habe eine Persönlichkeit. Ja, wer sagt das denn? Das bin ich. Nicht das, was ich habe, kann ich nicht sein. Wenn ich da reingegangen bin, werde ich das ja nicht. Wenn Sie morgens in Ihre Garage gehen, werden Sie ja auch nicht zum Auto, sondern Sie sind immer noch der, der in die Garage gegangen ist. Ja, das heißt also, damit werde ich überhaupt erst einmal wach und erkenne, Moment, das war ja ein Irrtum, dass ich mich mit meinem Erdenkleid identifiziert habe. Wenn sich jemand mit seinen Kleidern identifiziert, würde man sagen, das solltest du behandeln lassen. Das ist eine Störung. Ja? Und genau in dieser Störung leben die meisten. Das heißt also, das ist für mich der erste Schritt des Aufwachens, dass ich erkenne, das bin ich schon mal nicht. Den Körper habe ich, den Verstand habe ich, die Persönlichkeit habe ich, aber ich bin der Besitzer, der Benutzer. So, und jetzt kann es erst losgehen, mein Leben. Jetzt bin ich erst wach. Das ist genau wie die Erfahrung jeden Morgen. Ihre Wirklichkeit beginnt erst, wenn Sie aufstehen. Solange Sie im Bett sind, haben Sie geträumt. So, und im Leben ist es ganz genauso. Erst wenn ich erkannt habe, also das bin ich nicht, das bin ich, bekomme ich ein Gefühl für den Besitzer, den Benutzer, den, der ich wirklich bin. Und jetzt erst beginnt mein Leben. Warum? Während Sie gerade so dekorativ rumsitzen, verursachen Sie Zukunft, ob Sie wollen oder nicht. Sie sind ein Energiefeld, ein bewusstes Energiefeld. Das hat eine bestimmte Schwingung, eine individuelle, einmalige Schwingung, denn niemand hat ihr Leben erlebt. Dadurch entsteht diese einmalige Schwingung und die senden Sie 24 Stunden am Tag aus und, jetzt kommt ein wichtiges Wort, bestellen damit beim Leben entsprechende Ereignisse. Das heißt also, Ihr Schicksal, Ihre Zukunft, das, was Sie erleben, Ihre Realität, ist ein genaues Spiegelbild Ihres So-Seins. So, das macht Ihr So-Sein sichtbar. Und jetzt ist es ein Unterschied. Wenn Ihr So-Sein in der Illusion des Ich lebt, dann ziehen Sie damit die ganz normalen menschlichen Probleme an. Schwierigkeiten, Umstände, Enttäuschungen, Umwege, Leid, Verluste und so weiter. Wenn Sie aber erwachtes Bewusstsein sind, also leben als der, der Sie wirklich sind, das ändert sofort Ihr So-Sein, Ihre Schwingung, ändert sofort Ihren Dauerauftrag an das Leben und Sie treten ein in ein ganz neues Leben. Das heißt, die normalen menschlichen Probleme, die Sie bis dahin hatten, die brauchen Sie nicht lösen. Die kommen nicht mehr vor, weil Sie die nicht mehr anziehen. Und das ist das faszinierende Abenteuer Ihres eigentlichen Lebens. Und das ist Ihre geistige Geburt. Und damit geht es erst los. Denn das Leben eines Menschen beginnt nicht, wenn er seine Schuluniform bekommt, wenn also sein Körper geboren wird, sondern erst in dem Augenblick, wenn er zu sich selbst erwacht, wenn er damit sein So-Sein ändert und eintritt in sein eigentliches, wahres Leben. Das würde ich ihm raten als ersten Schritt. Wann war dieser Punkt bei Ihnen in Ihrem Leben, Herr Tepperwein, dass Sie sagen, in dem Moment habe ich diesen Sprung zum erwachten Bewusstsein gemacht? Das war kein Sprung, es war ein Prozess. Mhm. Es hat ziemlich lange gedauert. Aber es hat früh begonnen. Das heißt, mit 17, ich habe immer die Dinge hinterfragt, schon als Jugendlicher. Und mit 17 hatte ich die Probleme, die man mit 17 hat. Ich war verliebt und viel zu schüchtern, ihr das zu sagen. Und so tat sich nichts. Ich wünschte mir ein Motorrad. Ein Auto war nach dem Krieg nicht zu denken. Also ein Motorrad, aber ich hatte 1 Mark Wochentaschengeld. Ich hätte nicht mal das Benzin bezahlen können. Also ein unerfüllbarer Traum. Und dann habe ich mich gefragt, ja gut, ich lebe, ich bin hier, wo auch immer das sein mag, aber ich kenne die Spielregeln nicht. Wie kann ich denn mit dem Mädchen zusammenkommen? Wie kriege ich denn mein Motorrad, wenn ich schon den Wunsch habe? Da muss es doch eine Möglichkeit geben. Da muss doch irgendwer kommen und mir jetzt sagen, wie Leben funktioniert. Also meine Eltern waren schon mal keine Hilfe, die Lehrer auch nicht.
die hatten ihre eigenen Probleme als Mensch. Das heißt also, ich war alleingelassen. Und dann habe ich gedacht, also gut, da muss jetzt einer kommen. Und dann habe ich bei jedem, der mir begegnete, mich innerlich gefragt, bist du es, auf den ich warte, der mir jetzt hier dieses Spiel erklärte? Weil ich spiele ein Spiel, aber ich kenne die Spielregeln nicht. Also das, so geht das doch nicht. Man muss doch erst mal wissen, um was es hier eigentlich geht. Und da kam tatsächlich einer, das war zwar nicht der, auf den ich gewartet hatte, aber der hat mich mit einer neuen Erfahrung vertraut gemacht, die ich nicht kannte. Ich kannte nicht mal das Wort. Er hat gesagt, wir machen mal eine Meditation. Ich habe das Wort zum ersten Mal gehört mit 17 und er hat dann mit mir eine geführte Meditation gemacht. Hat mich also auf den Berg geführt, da war eine Blockhütte und da drin war keine Einrichtung, nur ein thronartiger Sessel. Da saß ein alter Mann mit weißen Haaren und ich wusste, ich habe immer nach außen geguckt, dass in der Meditation begegne ich jetzt dem Meister. Und dann habe ich ihn gefragt, darf ich dich was fragen? Dann hat er gesagt, selbstverständlich. Und dann habe ich ihn gefragt, und ab da habe ich täglich meditiert natürlich, weil ich hatte natürlich Dutzende Fragen und er hat geduldig jede Frage beantwortet und ich hatte meinen inneren Meister gefunden. Und das ging 6 Jahre gut und von mir aus hätte das ein Leben lang so weitergehen können. Und dann stand er eines Tages auf und sagt, setz dich mal dahin. Da habe ich gesagt, Moment, ich kann doch, setz dich dahin. Okay. Also habe ich mich da schüchtern in seinen Sessel gesetzt. So sagt er, das ist jetzt dein Platz, mich brauchst du nicht mehr. Du hast nämlich die ganze Zeit mit dir selber gesprochen. Du hast ja nur ein Bild von dir gemacht, von dem Meister, der du bist. Und du brauchst dieses Bild nicht mehr. Ging raus und ward nie wieder gesehen. Und ich saß da in meinem Sessel und sagte, ich soll jetzt alle fragen. Ich bin der Meister, ich habe doch keine Ahnung. Ich habe Fragen. Also stell mir mal jetzt eine Frage und da fiel mir die Antwort ein. Da habe ich gemerkt, ich habe die ganzen Jahre Selbstgespräche geführt. Das war ja ich. Ich habe das nur als Krücke gebraucht, das äußere Bild. Ich war das, oder? Wie? Das weise alte Ich war das. Ganz genau. Also der jeder wirklich ist in Wirklichkeit. Wir alle sind nämlich vollkommenes, ewiges Sein. Ja. Wir sind allwissend, alles. Also, aber die Frage könnte natürlich sein, warum habe ich das denn vergessen? Warum haben alle das vergessen? Ganz einfach. Unsere Lebensabsicht ist, wir sind zu Hause alle vollkommen. Wir sind vollkommenes Sein. Wir sind ungetrennte Teile des einen Seins, der einzigen Wirklichkeit. Aber wir sind uns dessen nicht bewusst. Weil in der Vollkommenheit gibt es nicht mal ein Wort für Vollkommenheit. Ein Begriff, weil ist ja normal. Also alles ist so. Denken wir, es gibt gar nichts. Dort gibt es nichts anderes. Deswegen kann man sich in der Vollkommenheit seiner Vollkommenheit nicht bewusst werden, weil es kein anders gibt. Wir brauchen also den Spiegel der Unvollkommenheit, um unsere Vollkommenheit zu erkennen. Und deswegen haben wir uns eine Schule ausgesucht, in der die Dualität herrscht. Da gibt es zu allem das Gegenteil. Da gibt es zu vollkommen unvollkommen, zu groß, klein, zu schwarz, weiß und so weiter. Kennen wir von zu Hause alles gar nicht. Aber wir sind natürlich weise und haben gesagt, wenn ich jetzt mit meiner Vollkommenheit dahin komme, in diese Unvollkommenheit, da drehe ich mich doch am Absatz rum und sage, Moment, wo bin ich denn hier gelandet? Also hier, das entspricht mir nun überhaupt nicht, also nichts wie weg. Und damit wir uns auf diese Unvollkommenheit einlassen, haben wir unsere Vollkommenheit vollkommen vergessen. Und es ist unsere Aufgabe, uns da wieder hinzuentwickeln im Laufe unseres Lebens? Oder im Laufe mehrerer Leben? Sie entscheiden, wie lange das dauert. Aber Sie haben gerade das entscheidende Wort schon gesagt. Entwickeln. Mhm. Wenn Sie da mal die Weisheit der Sprache nehmen, das heißt, unsere Vollkommenheit, die wir ja nie verlieren können, ja, die haben wir eingewickelt
in absichtliche Unvollkommenheit, damit wir uns hier auf diese Erfahrung einlassen, unseres wahren Seins. Und die einzige Aufgabe ist es, jetzt nicht hier vollkommen zu werden, das sind wir von zu Hause aus, sondern diese Unvollkommenheit, in die wir die eingewickelt haben, auszuwickeln. Das heißt, wir müssen uns entwickeln. Wir brauchen nicht vollkommen werden, wir erinnern uns nur Schritt für Schritt wieder und nehmen sie in Besitz, indem wir sie bewusst erfahren. Wir können das gleich praktisch machen, ist nur ein Schritt. Ja? Gerne, gerne weißt, ein Erlebnis. Ja, machen wir es gerade. Das heißt also, Sie brauchen gar nichts ändern. Sie tun einfach nur das, was Sie gerade tun, was immer das sein mag. Sie müssen nicht extra Gutes, Schönes tun, sondern das, was Sie zu tun haben, Ihre Aufgabe. Und das tun Sie so vollkommen wie möglich. Und Sie machen permanentes Kaizen, eine japanische Technik, also das heißt, jeden Tag ein bisschen besser. Heute besser als gestern, morgen besser als heute. Also Sie bleiben immer am oberen Rand Ihrer Möglichkeit und prüfen, kann ich das noch vollkommener tun? Wie könnte ich das noch vollkommener tun? Und dann passiert ein Wunder. Indem Sie alles so vollkommen wie möglich tun, erleben Sie ja Ihre höchste Vorstellung von Vollkommenheit einmal, aber das eigentliche Wunder geht weiter. Das ändert natürlich sofort Ihr So-Sein. Das heißt, Sie bestellen beim Leben entsprechend vollkommenere Umstände. Das heißt, Ihr ganzes Leben wird allein von einem Moment zum anderen, es ist immer nur ein Schritt, immer vollkommener. Und Sie erleben, auf einmal geht das glatt, das läuft, das ist ja wunderbar. Ja? Und diese Erfahrung ist im Leben einlassevoll. Jeder Moment, der jetzt ist, ich lasse mich auf den Moment voll ein und dann die Aufgabe, die als nächstes kommt, lasse ich mich voll ein und ich nehme jetzt mal ein anderes Wort, gebe mein Bestes und so entwickle ich mich Schritt für Schritt immer mehr in die Vollkommenheit. Ist das das, was Sie meinen? Ja, entwickle mich, wenn ich lasse einfach nur alles Unvollkommene los, nach und nach, und wenn ich das letzte Unvollkommene losgelassen habe, erlebe ich meine eigene natürliche Vollkommenheit. Ich war immer vollkommen, die ganze Zeit. Also jeder, wenn ich ich sage, meine ich nicht mich persönlich. Jeder ist vollkommen, er entwickelt sich und erlebt dann fasziniert seine eigene natürliche Vollkommenheit. Und das ist der wichtigste Schritt seiner Lebensabsicht. Wunderbar. Sie haben eben beschrieben, dass Sie jahrelang oder 6 Jahre lang mit sich selbst geredet haben. Wir haben das weise alte Ich genannt. Jetzt sind Sie ein weiser, lebenserfahrener Mensch. Nehmen Sie uns doch mit in Ihre Gedanken. Was sind denn, Herr Tepperwein, wir haben ja gerade diese Corona in Anführungszeichen Krise. Was ist die tiefere Botschaft für jeden Einzelnen von uns, was gerade mit Corona auf der Welt passiert? Dann machen wir uns doch mal bewusst, was ist denn, wodurch passiert denn das in der Welt, was da passiert? Alles gehorcht dem Gesetz von Ursache und Wirkung. Das heißt also, das ist eine Wirkung, die wir erleben. Das heißt, die Welt ist im Moment ziemlich strubbelig. So. Aber die ist nur ein Spiegelbild, die kann nichts dafür. Ein Spiegelbild hat ja keine Wahl, das spiegelt ja nur wieder. Das heißt also, die Strubbeligkeit dieser Welt spiegelt nur die Strubbeligkeit des kollektiven Bewusstseins wieder. Also das, was wir in der Welt erleben, wird vom kollektiven Bewusstsein, das heißt unserer Bewusstseinsgemeinschaft, verursacht und zeigt die Strubbeligkeit und die Notwendigkeit einer Änderung eben. Das heißt also zum Beispiel, wir verschmutzen Luft und Wasser. Das ist unsere Lebensgrundlage. Das heißt, wir wollen alle gesund sein, ewig leben. Aber wir tun alles, damit das auf keinen Fall klappen kann. Ja, wir stören also die Welt. Wir plündern die Welt aus. Wir verbrauchen die Ressourcen. Also wir verhalten uns wie kleine Kinder einfach. Ja, sehr unvernünftig noch.
Oder wie kleine Egomanen, sage ich immer gerne. Also so die Klimaerwärmung ist die Spiegelung für die Überhitzung des menschlichen Egos auf der Welt. Die Welt hält uns nicht mehr aus. Genau das ist es. Und der erste Schritt ist wiederum, das zu erkennen. Dass ich erkenne, also so geht es nicht weiter. Und dann kommen wir in eine Sackgasse. Dann wollen wir die Welt verbessern. Die Welt retten erst einmal. Ja, die Welt muss nicht gerettet werden. Die ist völlig in Ordnung. Ein Spiegelbild kann ja nichts dafür, für das, was es spiegelt. Und dem Spiegel ist es eigentlich auch egal, was er spiegelt. Ja, der spiegelt einfach nur. Der fügt nichts hinzu, lässt nichts weg, der verändert nichts. Der zeigt nur, so ist es im Moment bei dir. Mhm. Und das Wichtigste, was wir also tun können für die Welt, für die Änderung der Krise und für die Umwelt und für alles, ist erst einmal uns als Aufgabe zu lösen. Also uns als Aufgabe zu erkennen. Beispiel, jeder findet es ganz normal, dass man nicht immer gut gelaunt ist. Da habe ich ja keinen Grund. Manchmal passiert halt nichts Besonderes, warum soll ich da gut gelaunt sein? Oder jeder findet es menschlich, dass man sich ärgert. Ja, wir ärgern uns doch alle. Irgendwann. Es gibt immer wieder mal ärgerliche Situationen, gibt es nicht. Es gibt nur Situationen, die sind so, wie sie sind. Ärgerlich macht der Verstand draus. Da braucht nämlich ein Urteil. Bewusstsein hat kein Urteil. Bewusstsein nimmt wahr, das ist so, das ist so, das ist so. Da ist nichts gut, nichts ärgerlich, sondern so oder so oder so. Da gibt es nur, das stimmt, dann lehne ich mich zurück und genieße es, oder das stimmt nicht. Dann ist es eine Chance zum Besseren. Dann muss ich da was tun. Welche Schritte sind erforderlich? Was mache ich zuerst? Und schon bin ich auf dem Weg zum Besseren. Da ist kein Problem, keine Schwierigkeit. Das ist alles ein Urteil des Verstandes. Das gibt es im Bewusstsein nicht, sondern eine Aufgabe und eine Chance zum Besseren. Also wunderbar. Dann tue ich was und dann bin ich auf dem Weg zum Besseren. Und das ist das, was wir jetzt für die Krise tun sollten. Der erste Schritt ist aufwachen, sonst geht es gar nicht. Das Ich hat ja gerade die Katastrophe verursacht, das Problem geschaffen. Wie Einstein schon sagte, der Bewusstseinszustand, der das Problem schafft, ist ungeeignet, es zu lösen. Also der Verstand hat die Schwierigkeiten gemacht, den brauche ich nicht fragen. Ich sollte erstmal aufwachen, zu Bewusstsein kommen, erkennen, wer ich wirklich bin. Machen wir das auch gerade praktisch am besten. Also, ich mache mir bewusst als erstes nochmal, was ich nicht bin. Ich bin nicht der Körper, nicht der Verstand, nicht die Persönlichkeit. Ich habe einen Körper, ich habe einen Verstand, ich habe eine Persönlichkeit. Jetzt mache ich mir bewusst, wer ich bin. Ich bin der Besitzer. Der Benutzer, der Träger der Schuluniform. Ja? Das ist mein Erfahrungsinstrument, das ich hier brauche in einer materiellen Welt. Als Energie könnte ich hier nicht handeln. Da brauche ich das als Erfahrungsinstrument. Aber ich bin nicht mein Erfahrungsinstrument, sondern ich bin der Erfahrende. Und als der Erfahrende gehe ich einmal also raus aus der scheinbaren Identifikation mit dem Körper, verlagere einmal den Fokus meiner Aufmerksamkeit hinter meinen Körper und schaue meinem Körper über die Schulter beim Leben zu. Ich greife nicht ein, ich nehme einfach nur wahr, was der so treibt. So, und damit geschehen eine Reihe von Wundern. Der erste Schritt ist, das, was ich beobachte, kann ich ja nicht sein. Ich bin ja der Beobachter und mein Körper, mein Verstand ist der Beobachtete. Also habe ich den Stecker der Identifikation gezogen, ganz unmerklich, und bin der Beobachter. Der Ich-Identifikation, richtig? Richtig, ja. Ist damit beendet. Aber damit ist gleichzeitig ein weiteres Wunder geschehen, nämlich, was mache ich denn als Beobachter? Ja, beobachten braucht keiner lernen, kennt ja jeder. Ja? Also der Beobachter beobachtet, der nimmt einfach nur wahr, was gerade geschieht. Das ist es. Ich komme unmerklich vom Denken zur Wahrnehmung. Das heißt also,
Denken ist fehlerhaft. Der Verstand gibt sein Bestes, aber der kann nur auf seine begrenzte Lebenserfahrung zurückgreifen. Der ist ja erst erfunden worden, entstanden mit meinem Eintritt in die Schule. Ich, Bewusstsein aber, ich kann wahrnehmen und wahrnehmen kann sich nicht irren. Ja. Wahrnehmung ist absolut fehlerfrei. Ja? Wie das Mikrofon jetzt, das erzählt nichts zusätzlich darauf, das lässt auch nichts weg, das verändert auch nichts, oder die Kamera, ja, die stellt einfach nur fest, das ist davor, so ist es. Das heißt also, ich habe plötzlich ein fehlerfreies Instrument der Wahrnehmung der Realität. Ich habe keine Verwendung mehr fürs Denken. Ich habe, ich weiß nicht wie viele Jahre, wahrscheinlich Jahrzehnte nicht mehr gedacht. Ich mache keinen Gebrauch mehr von meinem Verstand, weil ich ein besseres Instrument bekommen habe. Ich bin meinem Verstand dankbar für die Zeit, wie ich nichts Besseres hatte. Aber sobald ich eben der Beobachter bin und in der Wahrnehmung bin, sage ich, ja, dann bleibe ich doch dabei. Dann kommen keine Fehler mehr vor. Dann bleibe ich in der Wahrnehmung. Das heißt aber, wenn Sie sich auf ein Gespräch wie unseres vorbereiten, ich habe Ihnen ja im Vorfeld so ein paar Themen geschickt, da gehen Sie dann auch schon mit dem Verstand ran und bereiten sich vor. Nein, überhaupt nicht. Okay. Die Frage taucht übrigens am häufigsten auf, dass jemand sagt, ja, ich finde das ganz toll, was Sie sagen, mache ich gerne als Übung, aber bei der Arbeit muss ich ja im Verstand, ich muss ja Lösungen finden, ich muss sehen, was sind überhaupt meine Aufgaben. Sage ich, ganz genau das müssen Sie, darin besteht ja Ihre Arbeit. Aber jetzt können Sie ein fehlerhaftes Instrument nehmen, wie bisher den Verstand, der wird Ihnen nicht immer die richtige Antwort geben können, obwohl er sein Bestes gibt. Oder Sie haben ein fehlerfreies Instrument zur Verfügung, was Sie sofort beherrschen, nämlich die Wahrnehmung. Also jetzt gehen Sie doch mal arbeiten und anstatt nachzudenken, was zu tun ist, nehmen Sie wahr, was zu tun ist. Und anstatt eine Lösung zu suchen im Verstand, nehmen Sie wahr, was die optimale Lösung ist. Und anstatt sich jetzt eine Planung auszuarbeiten, nehmen Sie wahr, welche Schritte erforderlich sind, in welcher Reihenfolge. Und Sie nehmen wahr, wie lange es dauert. Und Sie nehmen wahr, wie es ausgeht, bevor Sie überhaupt beginnen. Also Sie haben ein fantastisches Werkzeug zur Verfügung. Und Sie machen damit sofort aus jedem Vorhaben einen Erfolg, weil Sie vorher schon den Weg zum Erfolg erkannt haben und gesehen haben, das führt absolut sicher zum Erfolg. Das kann Ihnen der Verstand nicht bieten. Können Sie uns da ein aktuelles oder ein praktisches Beispiel mal aus dieser aktuellen Situation geben, dieser Corona-Situation, Herr Tepperwein? Ja, die sieht ja individuell verschieden aus. Das heißt, also wenn Sie mir jetzt gefolgt sind und Sie sind der Beobachter, sind in der Wahrnehmung, dann seien Sie doch das aktuelle Beispiel oder jeder, der jetzt zuhört und sagt, okay, was ist denn im Moment meine Herausforderung, meine Aufgabe oder welche Frage habe ich im Moment? Und jetzt richte ich meine Aufmerksamkeit, das ist das Instrument, richte ich meine Aufmerksamkeit auf diese Frage, bleibe in der Gedankenstille, komme nicht wieder in den Verstand, denn Wahrnehmung kann nur in Gedankenstille funktionieren. Wenn ich gleich Gedankenstille für Sie, dass ich aus dem Kopf komplett raus bin in der Ruhe. Ja, der Verstand kann weiter denken. Das ist nicht das Problem. Das können Sie dem nicht abgewöhnen. Das ist sein Wesen. Ja? Aber Sie sind nicht mehr damit identifiziert. Das heißt, der Verstand ist Ihr Freund und der ist da beschäftigt mit Denken. Und Sie sind in der Stille, in der Wahrnehmung, richten Ihre Aufmerksamkeit auf die Frage. Und dann passiert das, was mir damals bei dem inneren Meister passiert ist. Dann fällt es Ihnen ein. Ja, und auf einmal erkennen Sie, ja, wenn ich jetzt ständig in der Wahrnehmung bin, egal womit ich mich gerade befasse, mit meiner Arbeit, wenn täglich was zu tun ist, mir fällt alles ein, was ich dazu brauche, was ist zu tun, was brauche ich dazu, wo kriege ich das her, wie lange dauert das und so weiter. Brauche ich einen Partner dafür, wo kriege ich die Finanzierung her? Also
alles in Nullzeit, das ist nicht linear wie der Verstand, so eins nach dem anderen. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die Finanzierung und dann, nein, nicht, sondern Sie sehen die Aufgaben, sind Sie am Ziel. Sie wissen alles, anfangs wird es ein bisschen dauern, Sie müssen sich erst dran gewöhnen, aber das geht sehr schnell und dann wissen Sie alles und dann bleiben Sie in der Wahrnehmung und schon nach ganz kurzer Zeit fragen Sie sich, wie konnte ich denn früher ohne das zurechtkommen mit meiner Arbeit? Also das ist ja unverzichtbar, das braucht man ja. Da habe ich Fehler gemacht früher. Dann stellen Sie fest, ja, in der Wahrnehmung kommen Fehler nicht mehr vor. Geht ja nicht, weil die Wahrnehmung macht keine Fehler. Können Sie da mal ein praktisches Beispiel aus Ihrem Leben geben, wo Sie so eine Frage sich gestellt haben oder eine Aufgabe anstand und wie Sie das gerade eben beschrieben haben, Herr Tepperwein, wumm, innerhalb von Sekunden haben Sie alles klar vor Augen gehabt? Ja, das ist doch ständig. Das kann ich in der, nehmen wir doch die jetzige Situation. Das, was wir gerade erleben, ja, ich erlebe es immer wieder in Interviews, dass der Interviewer mir eine Frage stellt und der Verstand sagt so, jetzt hat er dich erwischt, das weißt du jetzt nicht. Sag, hast du recht, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber bis der seine Frage formuliert hat, weil er, da bin ich an der Zeitlosigkeit ständig, ja. Das heißt also, Sie formulieren da in Ruhe eine Frage, aber wahrnehmen braucht ja keine Zeit. Guck, also wie lange braucht die Kamera, um das aufzunehmen? Die ist einfach immer zeitsynchron. Alles, was da gerade ist, das braucht keine Zeit. Das heißt, in Nullzeit fällt es Ihnen ein, also wenn Sie eine Frage stellen, zum Beispiel werden sicher im Interview noch welche kommen, wo mein Verstand mir sagt, das weißt du jetzt nicht, wie man damit umgeht oder was man macht. Aber okay, ich bin ja in der Wahrnehmung, also bevor Sie fertig formuliert haben können, Sie brauchen Zeit zum Formulieren, ich brauche keine Zeit zum Wahrnehmen, also habe ich die Antwort, dann sind Sie noch nicht fertig mit der Frage, dann könnte ich die schon beantworten, weil ich die wahrgenommen habe. Wunderbar. Dann probieren wir das doch gleich mal aus. Was ist Liebe für Sie, Herr Tepperwein? Liebe ist für mich der schönste Grund, den Verstand zu verlieren. Aber das ist nur ein Gag. In Wirklichkeit ist Liebe unser wahres Leben. Das heißt, wir sind von unserem Wesen her Liebe. Wir sind ungetrennte Teile des einen Seins. Das ist für viele nur ein Wort, die haben keine Vorstellung. Das eine Sein ist die einzige Wirklichkeit, der Ursprung, die Quelle. Aus dem kommt alles, das ganze Universum. Das ist die einzige Wirklichkeit. Alles andere ist Realität. Das ist ein Unterschied. Wirklichkeit heißt Wirklichkeit, weil sie wirkt. Und Realität ist das, was bewirkt wurde. Die Schöpfung. Das Universum, ja, das hat ja eine Ursache, einen Ursprung, eine Quelle. Und wir alle sind ungetrennte Teile dieser einen Quelle. Und das ganze Universum ist entstanden aus dem Wesen der Quelle der Liebe. Ja, aus der Liebe zum Sein, zu sich. Und deswegen sollten Sie bei der Liebe sich fragen, liebe ich jemanden? Oder etwas, oder liebe ich einfach? Ja, wenn ich jemanden oder etwas liebe, dann bin ich auch jemand, der etwas liebt. Und eigentlich bin ich dann davon getrennt. Ich bin der, der den anderen oder das liebt. Und das ist ein anderer. Und ich bin der, der liebt. Und das ist der, der geliebt wird. Da bleiben wir zwei. Wenn ich in der Liebe bin, liebe ich alles, liebe ich einfach. Da ist der andere auch Liebe. Ja, ich erkenne in dem anderen immer sein wahres Wesen. Ich falle natürlich nicht auf seine Kleidung rein, auf seine Schuluniform, sondern ich sehe dieses Wesen, sage, hi, ja, du bist, wie die Tibeter sagen, das bin ich. Ja, wir alle sind Teile des einen Seins, also hallo, nicht du, ich. Ja, so, wir sind eins. Und wie könnte ich das nicht lieben? Und wenn wir eins sind, ja, dann kann ich nicht mehr sagen, also das liebe ich und das liebe ich aber nicht. Und
das geht dann nicht mehr. Im Einssein kann ich keine Unterscheidung mehr machen. Dann bin ich ein Liebender geworden. Und das ist unser wahres Wesen. Dann habe ich wieder einen Schritt getan zu mir selbst, zu der Wirklichkeit meines wahren Seins. Das ist für mich Liebe. Und das eigentlich auch mit einer Erkenntnis los, Herr Tepperwein, was Sie gerade erklärt haben, sich das bewusst zu machen. Nicht jemanden lieben oder etwas lieben, sondern Liebe sein. Und in dem Moment, in dem ich mir bewusst gemacht habe, bin ich es ja eigentlich schon in dem Moment. Und dann in diesem Zustand bleiben. Nein, ja, natürlich. Sie waren es ja vorher auch. Ja. Sie werden sich dadurch ja nur bewusst ihrer Wirklichkeit. Mhm. Ja, Sie sind Liebe. Aber wenn Sie es vergessen haben, das ist wie ein Millionär, der durch einen Verkehrsunfall sein Gedächtnis verloren hat. Er guckt in seine Tasche, ich habe 24 Euro, das ist mein Vermögen. Dann ist er arm dran plötzlich. Er ist immer noch Millionär, natürlich. Nützt ihm aber nichts, weil er es nicht mehr weiß. Er weiß nicht, dass er bei der Bank ein Konto hat, er weiß nicht, bei welcher Bank. Also erst wenn er sich wieder erinnert, kann er über seine Millionen verfügen. Und genauso ist es hier auch. Sie sind Liebe, Sie sind ein Liebender, das müssen Sie nicht werden. Der einzige scheinbare Werdevorgang ist der Vorgang des Erinnerns. Naja, und wie lange brauchen Sie, um sich zu erinnern? Eigentlich braucht Erinnern keine Zeit. Ich erinnere mich, dann ist es mir wieder bewusst und da bin ich es natürlich, war es ja vorher auch. Wunderbar, ganz tolle Erklärung. Herr Tepperwein, Sie haben sich im Leben ja auch intensiv mit der Erforschung von Krankheitsursachen beschäftigt. Ich würde gerne mal darauf zu sprechen kommen mit Ihnen, bevor wir dann so ein bisschen in Ihre Lebenserfahrung reingehen für die einzelnen Lebensbereiche. Warum werden wir Menschen krank? Steckt da immer eine Botschaft dahinter? Sie haben ja auch das Buch geschrieben, Krankheit als Botschaft heißt das, glaube ich. Ja, ich habe mehrere Bücher darüber geschrieben, die Botschaft deines Körpers, Krankheit als Weg und so weiter. Aber zurück zu Ihrer Frage, die ist doch sehr interessant. Also ich stelle sie mal anders, warum sind wir nicht ständig gesund? Hm. Ja, oder warum werden wir krank? Übertragen wir es mal aufs Auto, da verstehen es alle sofort. Warum leuchtet manchmal die Ölkontrolllampe auf in Ihrem Auto und bei anderen leuchtet die nie auf? Ja, was ist Ihre Ölkontrolllampe krank? Ist die kaputt? Nein, die leuchtet ja auf, weil sie gerade funktioniert. Ja, sie leuchtet nur auf, wichtig, sie leuchtet nur auf, wenn Öl fehlt. Mhm. Krankheit kann nur passieren, wenn Disharmonie da ist, dann muss der Körper eine Botschaft schicken. Und die schickt er immer sehr fein abgestuft. Mhm. Also zum Beispiel schickt er erst eine Idee. Zum Beispiel, bleiben wir dabei, du solltest mehr trinken. Aber die Idee bemerken wir vielleicht gar nicht. Ja, dann schickt er uns den Durst. Mhm. Dann sagen wir ja, den merken wir, aber ich habe jetzt keine Zeit, ich muss jetzt erst einmal, ich bin gerade beschäftigt. Ja, dann schickt er uns ein Symptom. Wenn wir uns immer noch nicht drum kümmern, schickt er uns den Schmerz. Wenn wir uns immer noch nicht drum kümmern, kommt der Gerichtsvollzieher, das heißt Krebs oder letzte Mahnung, wir werden von der Schule verwiesen, weil die Schulleitung sagt, also wenn du sowieso keine Hausaufgaben machst, dann brauchst du hier auch nicht einen Platz wegnehmen, dann kannst du nach Hause gehen. Ja? Schule verwiesen meinen, sie sterben dann. Wir sterben an der Krankheit, die wir bekommen. Ja. Ganz genau. Ja? Aber das ist schon die vierte Stufe. Das heißt also, der Körper bietet immer erst den königlichen Weg der Erkenntnis an. Mhm. Und dann den schmerzhaften Weg der Erfahrung. Erst den Erfahrung, dann den schmerzhaften Weg der Erfahrung und dann den Schulverweis. Mhm. So, aber dabei sind Sie nicht krank. Mhm. Im Gegenteil, der Körper zeigt ja gerade, dass er seine Aufgabe ernst nimmt und erfüllt.
wenn wir nicht mehr krank werden können. Das wäre eine Krankheit. Wir hätten nämlich gar keine Information, dass da irgendwas schiefläuft. Genau wie wenn unsere Ölkontrolllampe nicht funktionieren würde. Wir wüssten ja nicht, dass wir kein Öl oder zu wenig Öl haben. Und nach einer Weile würde die Maschine kaputt gehen. Also ist es ganz wichtig. Und deswegen bin ich dankbar, wenn der Körper mir eine Krankheit schickt. Hat er schon lange nicht mehr gemacht. Aber wenn er das machen müsste, wäre ich sehr dankbar, war ich auch immer, weil ich sagte, gut, du hast mich auf eine Aufgabe aufmerksam gemacht, die ich anscheinend übersehen habe, sonst hätte ich sie ja erfüllt. Also, das ist ganz wichtig. Ich bin dankbar für das Symptom, aber jetzt mache ich das, was notwendig ist, weshalb der Körper das Symptom schickt. Ich verstehe die Botschaft, ich befolge die Botschaft. Und was passiert bei meinem Auto, wenn ich das tue? Wenn ich also sehe, Ölkontrolllampe blinkt, okay, ich fahre zur Tankstelle, halber Liter Öl, dann hört die Ölkontrolllampe ganz von selber auf zu leuchten. Die braucht keine Behandlung, die hört von selber auf. Ein Symptom braucht keine Behandlung. Ja? Der Arzt sollte uns nur, ein guter Arzt sollte uns nur die Botschaft verständlich machen, was zu tun ist, damit wir das Notwendige tun. Dann verschwindet das Symptom ganz von selber. Das braucht keine Behandlung. Das heißt also, ein Symptom ist ein Geschenk des Lebens, das uns aufmerksam macht auf eine Aufgabe, die zu erfüllen ist. Was ist, danke für die Erklärung, Sie haben es eben schon gesagt, was ist denn die Botschaft zum Beispiel von Krebs? Ja, haben wir gerade gesagt. Du hast drei Botschaften überhört. Als nächstes, jetzt kommt der Schulverweis. Wenn du jetzt nicht hörst, jetzt kannst du noch hören. Aber wenn du jetzt wieder nur, bleiben wir beim Auto, das Birnchen lockerst, damit das nicht mehr leuchten kann, also sprich beim Krebs Operation, dann wird die Aufgabe ja überhaupt gar nicht erkannt. Das ist ungefähr so, als wenn ich meine Rechnung nicht bezahlt habe und bekomme eine Mahnung und die dritte Mahnung in dem Fall und dann zünde ich den Kamin an, schütte mir ein Glas Rotwein ein, zünde eine Kerze an und im Rahmen einer kleinen Feierstunde verbrenne ich die Mahnung. Ja, da habe ich die Rechnung aber noch nicht bezahlt. Das heißt, dann kommt Pfändung und dann geht das weiter. Das heißt also, die Operation wäre keine Heilung. Die würde sich ja nur mit dem Symptom befassen. Ich muss die Botschaft verstehen und befolgen und dann verschwindet der Krebs. Und das hat jeder Arzt schon erlebt, zigmal. Ich war ja auch Heilpraktiker und habe das in meiner 30-jährigen Praxis immer wieder erlebt. Wenn ich jemandem die Botschaft erkläre und er versteht die und befolgt die, kann er zum Arzt gehen, der stellt fest, sie haben Glück gehabt. Die Metastasen sind verschwunden. Können Sie die Botschaft zum Beispiel sagen, wenn wir so ein paar Krankheiten durchgehen, Herr Tepperwein, zum Beispiel, was ist die Botschaft von Neurodermitis? Wenn jemand starke Neurodermitis hat. Das ist schon die Botschaft. Die Frage kann sich nicht stellen, die kann nur ein Verstand stellen. Ja? Bewusstsein kann ihn nicht stellen. Also stellen wir uns mal ganz dumm. Der Körper erwartet nämlich nicht, dass Sie vorher jetzt Anatomie studiert haben oder Medizin, sondern jeder. Er spricht in einer Sprache, die er verstehen kann. Also Neurodermitis, da haben wir schon einen lateinischen Spitznamen für irgendeine Krankheit. Also fragen wir mal ganz dumm, keine Ahnung, was ist das? Wo findet das denn statt? Wo findet das statt, Neurodermitis? Zum Beispiel könnte an den Händen sein. Genauer. Egal an welchem Körperteil. Auf der Haut. Ja, auf der Haut, genau. Ja. Immer auf der Haut. Ja. Egal, ob es am Bauch ist, oder Kopf oder Hand. Okay, so. Okay, also wir haben, die Botschaft besteht nämlich immer aus drei Teilen. Ort der Erkrankung, Art der Erkrankung, Zeitpunkt der Erkrankung. Also Ort der Erkrankung haben wir jetzt. Haut. Wofür haben wir eine Haut? Was macht man mit der Haut? Was hat die für eine Funktion? Ja, ohne Anatomiekenntnisse. Was hat Haut für eine Funktion? Wir nehmen wahr über die Haut. Wir fühlen über die Haut. Ja. Ja, aber eigentlich, das ist die Grenze von innen zu außen. Ja. Ja. Auf der Innenseite
ist mein Körper, auf der Außenseite ist die Welt. Mhm. Ah, das hat also was mit Kontakt zu tun. Ja? Also Neurodermitis ist immer eine Kontaktkrankheit, eine Kontaktschwierigkeit. Jetzt kann ich das schon auf mein Leben übertragen. Wo habe ich denn Kontaktschwierigkeiten? Ich hätte damals zum Beispiel mit 17, wenn ich das nicht gelöst hätte mit dem inneren Meister, hätte ich sehr gut Neurodermitis bekommen können, weil ich hatte Kontaktprobleme. Ich traute mich nicht durch die Schüchternheit und da hätte die Botschaft Neurodermitis sein können. Ja? Und die Aufgabe ist jetzt zu erkennen, übersetze ich das in mein Leben? Wo habe ich denn Kontaktprobleme in meinem Leben? Das heißt nicht wo ich sie gerne hätte und nicht habe, sondern auch, wo ich sie habe und nicht gerne hätte. Also meine Schwiegermutter kommt am Wochenende zu Besuch. Wenn ich das nicht gerne hätte, dann bin ich auch ein Kandidat für Neurodermitis. Nicht gleich, der Körper macht erst Erkenntnis, er lässt erst den königlichen Weg der Erkenntnis. Das Symptom kommt immer erst danach und dann kommt der Schmerz, der Juckreiz und so weiter. Und wenn ich da nur Salben drauf tue, aber die Botschaft nicht verstehe, kommt der Schulverweis irgendwann, natürlich. Ja. Also das ist so intelligent gemacht und so einfach, da braucht man nicht mal den Verstand zu, das füllt ein Blinder mit dem Krückstock, was das bedeutet.